Zwei junge Leute. Zwei junge Leute flüchten in einen Turm, der zur Verteidigung der Stadt diente, und besteigen ihn, ohne ein Wort zu sprechen. Sie wollen ihr Schweigen nicht durch einen Verrat auslöschen und gehen mit gedankenloser Schnelligkeit an ihr Vorhaben. In halber Höhe des Turms erblicken sie einen nicht errechenbaren Ausschnitt der Landschaft, in welcher der Turm steht. Die Kälte der Mauern lässt sie wie in einem Eisklumpen zur Höhe taumeln. Mit offenen Mündern und nach vorwärts ausgestreckten Armen, in der Idee, durch diese halbwahren Gebärden die Entfernung, die sie zurücklegen wollen, künstlich verringern zu können. Nun zeigt sich, dass das Mädchen durch ihre Fantasie größere Schnelligkeit betreiben kann als der geistig beschränkte junge Mann. Und es ist wichtig festzustellen, dass das Mädchen, obwohl es 8 oder 10 Treppen hinter dem jungen Mann, ihrem Liebhaber, emporsteigt, in Wahrheit ihm um 15 oder 20 Treppenlängen voraus ist. Der völlig fensterlose Turm ist eine Vorstufe der Finsternis und als solche ganz deutlich erkennbar. Als sie endlich oben angekommen sind, ziehen sie sich aus und fallen sich nackt in die Arme. Eine Maschine, die wie eine Guillotine ist, schneidet von einer sich langsam fortbewegenden Gummimasse große Stücke ab und lässt sie auf ein Fließband fallen, das sich einen Stock tiefer fortbewegt und an welchem Hilfsarbeiterinnen sitzen, die abgeschnittenen Stücke zu kontrollieren und schließlich in große Kartons zu verpacken haben. Die Maschine ist erst 9 Wochen in Betrieb genommen und den Tag, an welchem sie der Fabriksleitung übergeben wurde, wird niemand, der bei dieser Feierlichkeit anwesend war, vergessen. Sie ist auf einem eigens für sie konstruierten Eisenbahnwaggon in die Fabrik geschafft worden und die Festredner haben betont, dass die Maschine eine der größten Errungenschaften der Technik darstelle. Sie ist bei ihrem Eintreffen in der Fabrik von einer Musikkapelle begrüßt worden und die Arbeiter und die Ingenieure haben sie mit abgenommenen Hüten empfangen. Ihre Montage hat 14 Tage gedauert und die Besitzer haben sich von ihrer Arbeitsleistung und Zuverlässigkeit überzeugen können. Sie muss nur regelmäßig und zwar alle 14 Tage mit besonderen Ölen geschmiert werden. Zu diesem Zweck muss eine Arbeiterin eine Stahlwendeltreppe hinaufklettern und das Öl durch ein Ventil langsam einfließen lassen. Der Arbeiterin wird alles bis ins Kleinste erklärt. Trotzdem rutscht das Mädchen so unglücklich aus, dass es geköpft wird. Sein Kopf platzt wie die Gummistücke hinunter. Die Arbeiterinnen, die am Fließband sitzen, sind so entsetzt, dass keine von ihnen schreien kann. Sie behandelt den Mädchenkopf gewohnheitsmäßig wie die Gummistücke. Die letzte nimmt den Kopf und verpackt ihn in einen Karton.